unterschiedlich weit wegzugehen, immer unterschiedlich lange wegzubleiben, immer nur zum Hund zurückzugehen, wenn der Hund das macht, was wir gesagt haben, nämlich Sitz. Wichtig ist auch bei der Sitzübung, wenn ich von dem Hund weggehe, dass ich mit dem rechten Fuß weggehe. Der linke Fuß bleibt quasi hier. Ich laufe also gleich mit dem rechten Fuß an. Ich kann während der Sitzübung natürlich die an verschiedenen Orten machen. Ich kann auch mal joggend wegrennen, mal klatschen, mal im Slalom. Die Übung natürlich auch mal ohne Sichtkontakt machen. Immer unterschiedlich machen, ganz, ganz wichtig. Bei der Prüfung ist es so, wenn ich zu dem Hund Sitz sage, wieder mit dem rechten Fuß weggehe und dann 15 Schritte weggehe, mich umdrehe, so lange warte, bis der Richter mir da Zeichen gibt und ich gehe dann wieder auf den Hund zurück. Wichtig ist auch, den Hund dabei nicht anzugucken, weil sonst hat der Hund eine Erwartungshaltung. Ich laufe dann also wieder zum Hund zurück, gucke den dabei nicht an, stelle mich neben meinen Hund und dann geht's weiter. Ich mache das jetzt einmal vor. Diva, Sitz! Yeah.